Meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrter Herr Oberbürgermeister und Träger des Hessischen Verdienstordens, lieber Wolfram, lassen Sie mich zunächst auf Herrn Minister Hahn eingehen, der den Hessentag angesprochen hat, als zum letzten Mal 1993 in Wetzlar die Mehrheitsverhältnisse sich änderten, hat man einen Beschluss gefasst, die Landesgartenschau zurückzugeben. Ich denke, das war damals ein Fehler und einen solchen Fehler, ein Hessentag, auf den wir uns alle schon freuen, zurückzugeben, würde uns niemand verzeihen. Lassen Sie mich zurückkommen zu dem Anlass unseres heutigen Tages. Nach den beiden Herren aus der ersten Bundesliga der Redner könnte ich fast sagen, ich schließe mich den Worten meiner Vorredner an, denn es ist vieles sehr richtig gesagt worden. Aber so leicht will ich es mir nicht machen. Lieber Wolfram, zuerst möchte ich dir ganz persönlich, aber auch im Namen der Stadtverordnetenversammlung, den Kolleginnen und Kollegen nachträglich zu deinem 60. Geburtstag gratulieren. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, Erfolg und Gesundheit. Zu deinem 50. Geburtstag habe ich damals festgestellt, sind 20 Jahre für einen hauptamtlichen Kommunalpolitiker schon viel und für sich schon durchaus erwähnenswert. So ist die Tatsache, im Alter von 50 Jahren auf diesen Zeitraum zurückzublicken, wahrlich außergewöhnlich. Heute sind wir 10 Jahre weiter. Aus den 20 Jahren Wahlbeamter sind 30 Jahre geworden und ich bleibe dabei wahrlich außergewöhnlich. Die Gratulationen zu diesem herausragenden Jubiläum überbringe ich gerne, gleichzeitig auch für eine ganze Reihe von Gratulanten. Zunächst natürlich für die Stadtverordnetenversammlung, neben dem Magistrat für einen Oberbürgermeister das wichtigste Gremium einer Stadt. Aber auch für die Ortsvorsteher der Wetzlarer Stadtteile, für den hier anwesenden Landrat Wolfgang Schuster und seinen Stellvertreter Wolfgang Hofmann und die Gremien des Kreises, aber auch für die kommunale Familie insgesamt mit den hier anwesenden Oberbürgermeistern und Bürgermeistern. All diese Glückwünsche gelten dem hauptamtlichen Wahlbeamten, der seit dem 21. August 1981 zunächst als hauptamtlicher Beigeordneter das Finanzdezernat übernommen hat und bis heute führt, und dem Oberbürgermeister, der als erster direkt gewählter Oberbürgermeister seit 1997 die Geschicke der Stadt bis heute mitverantwortet. Ich habe mir natürlich die Frage gestellt, wie kommt es zu einem solchen herausragenden Jubiläum und warum sind 30 Jahre Wahlbeamter ein Grund zum Feiern? Herr Lattermann hat es eingangs schon gesagt, aus dem Berufsleben kennen wir insbesondere die Jubiläum zum 25-Jährigen, zum 40-Jährigen und manchmal sogar zu einem 50-Jährigen Berufsjubiläum. Die Antwort liegt meiner Ansicht nach in der Unberechenbarkeit und Unbeständigkeit der Politik. Wenn dennoch 30 Jahre Wahlbeamtenzeit zusammenkommen, dann hat das Gründe. Die Wahl zum hauptamtlichen Beigeordneten der Stadt Wetzlar und die darauf folgende Wiederwahl bedurfte Mehrheiten. Über diese Mehrheiten verfügte die damalige FDP-SPD-Koalition, wenn auch die kleinere Fraktion sicher keine große Hausmacht darstellte. Dennoch ging es 1993 für unseren Jubilar im gleichen Amt weiter. Denn danach sorgten die Mehrheiten, sorgte eine andere Verbindung, nämlich die aus CDU, Freien Wähler und FDP, für die dritte Amtszeit Dettes als Finanz- und Kulturdezernent. Bei der ersten Oberbürgermeister-Direktwahl, auch das hat Herr Lattermann schon vorgetragen, schlug der beliebte Kommunalpolitiker Wolfram Dette seine Mitbewerber von der SPD und der CDU. Und es folgten inzwischen zwei Wiederwahlen.
Und so summiert sich dann diese Dienstzeit des Wahlbeamten Dette bis heute auf 30 Jahre und ein Ende ist noch nicht abzusehen. Außer fachlicher Qualifikation erfordert dies politisches Geschick, Fleiß und Ausdauer, aber auch Zielstrebigkeit und Durchsetzungsvermögen. Tugenden, die ich dir, lieber Wolfram, gerne bescheinigen möchte. An dieser Stelle möchte ich es aber auch nicht unerwähnt lassen, dass auch Stadtverordnete und Magistratsmitglieder auf einen Zeitraum von 30 Jahren und länger ehrenamtlicher Arbeit zurückblicken können. Nennen möchte ich beispielhaft Frau Jansen, Herrn Gerhard, Herrn Kräuter, Herrn Litzinger, Herrn Pfaff, der allerdings jetzt nicht mehr zum jetzigen Stadtparlament gehört, und Herrn Dr. Teichner. Ihnen könnte ja vielleicht der nächste Magistratsempfang gewidmet sein. Gestatten Sie mir nun noch einen Rückblick auf das Jahr 1981. Am 22.03.1981 war Kommunalwahl und Wolfram Dette bildete mit Dr. Werner Brahns, Wolfgang Wahl und Gudrun Geißler, sie ist hier anwesend, die FDP-Fraktion. 4 Monate später standen die Wahlen an und Eberhard Sparmer, Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion, begründete, warum seine Fraktion auf den FDP-Kandidaten für den Posten eines hauptamtlichen Beigeordneten vorschlagen will. Ich zitiere aus dem damaligen Protokoll: Dette ist Volljurist und seit 3 Jahren an der Juristischen Fakultät der Universität Gießen beschäftigt. Er ist in der Kommunalpolitik kein heuriger Hase, sondern arbeitet seit 1976 intensiv im Orts- und Kreisverband der FDP. Der Kandidat erfüllt alle Anforderungen, die an einen Kämmerer gestellt werden. Und mit einem Blick auf die öffentlich geführte Auseinandersetzung in der Wetzlarer Neuen Zeitung: Dette ist kein Schuljunge mit höherem Bildungsgrad, sondern ein gestandener Kommunalpolitiker mit akademischer Vorbildung. Auch die CDU nahm zu der Kämmererwahl Stellung. Wolfgang Kühle zog damals die Qualifikation des SPD-FDP-Kandidaten in Zweifel. Wolfgang Kühle: Hier glaubt ein junger Mann ohne Berufserfahrung ein wichtiges Amt übernehmen zu können. Wolfgang Kühles damals parteipolitisch geprägte Einstellung hat er später stark revidiert. Und ich weiß von ihm, dass er nur wenige Jahre später die Leistungen des jungen Kämmerers respektvoll anerkannte. Hans-Georg Waldschmidt, ein Redakteur der lokalen Seite der Wetzlarer Neuen Zeitung, in einem Kommentar am 22. August schrieb er: Der 30-jährige Jurist, der mit viel Geschick und alertem Auftreten bei der vergangenen Bundestagswahl für die Liberalen in Wetzlar erfolgreich auf Stimmenfang ging, hat eine weitere Stufe seiner Karriereleiter erklommen. Beim bisher vorgelegten Tempo ist nicht damit zu rechnen, dass Dette damit am Ende seiner beruflichen Ziele angekommen ist. Sein damaliger Chef, der Leiter der Lokalredaktion, Helmut Will, sagt die Zukunft nicht so blau-gelb. In seinem kommunalpolitischen Rück- und Ausblick schrieb er am 8. September 1981: Der unerfahrene Wolfram Dette auf dem Kämmerersessel einer ziemlich verschuldeten Stadt mit defizitärem Haushalt und düsteren Wirtschaftsprognosen muss sich erst noch bewähren. Fehlschläge und negative Entwicklungen werden auf seinem Rücken und auf dem Rücken der SPD ausgetragen. Die damals recht pessimistische Prognose hat sich nicht zuletzt dank deines Einsatzes und deiner Leistungen für Wetzlar, lieber Wolfram, nicht bewahrheitet. Ein ganzes Berufsleben für die Stadt Wetzlar, als Oberbürgermeister ein allseits geschätzter Repräsentant, ein kompetenter Gesprächspartner und sachkundiger Verwaltungsfachmann, der mit viel Geschick routiniert sein Amt ausübt und der auch mit den neuen Mehrheiten
der auch mit den neuen Mehrheiten im neuen Metzerer Rathaus zurechtkommen wird. Lieber Wolfram, die Stadtverordnetenversammlung und ich natürlich auch wünschen dir, dass du auch in Zukunft gemeinsam mit dem Magistrat die richtigen Entscheidungen zum Wohle der Stadt triffst und der Stadtzeckel dir nicht austrocknen möge. Wir wünschen dir für die kommenden Jahre Gesundheit und Wohlergehen, Schaffenskraft und stets eine glückliche Hand bei deinen Entscheidungen und bleibe ein so gelassener und aufrechter Mensch, als den wir dich kennen und schätzen gelernt haben. Alles Gute für die Zukunft.